Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen. Heute geht es um ein Taschenmesser und zwar von Lajol Eobrac. In der 12 cm Ausführung mit wundervollen Olivenholz und Messingbolzern. Schauen wir uns erstmal die Klinge an, die eine Gesamtlänge von 11 cm hat. Also bis zur Klingenwurzel und also sprich hier bis zum Ende und einer reinen Schneide von circa 9 cm. Und ja, hat eine, wie ich finde, sehr elegante Form. Und ja, gehen wir jetzt mal auf die Einzelheiten ein. So, es hat ein Flachschliff. Ist spiegelpoliert, wie man das sieht. Man sieht die Kamera und hier hat diesen Stierkopf eingestanzt da von Eobrac, deren Markenzeichen, und dem eingekreisten L, wenn man das da mal sieht. Hoffentlich kommt man näher. Ja, so Stahl. Haben wir 12C27, eine Klingenstärke von, ich glaube, 2,5 mm und ein, also etwas Fallwerk auf der, auf dem Klingenrücken. Ja, schau, ich mache das mal zu. So. Gucken wir uns jetzt erstmal hinten diese Biene an, die sogenannte Lamouche, die aus einem Stück besteht mit dem, ja, mit der Guilloche bzw. mit dem Fallwerk der Rückenfeder. Ne? Wunderbar gearbeitet. Ne? Die wird von Hand gemacht. Bolzer auch, also das Messer ist komplett poliert, wunderbare Arbeit, wirklich. Und das Olivenholz hat auch einen wirklich sehr mediterranen Touch. Ne, hat so eine Mixtur aus, ich würde mal sagen, Honig-Karamelltönen und wunderschön. Das Hirtenkreuz, das schauen wir uns auch mal an, wird auch von Hand eingeschlagen, also sprich diese Pins, die werden, wie man hier so sieht, nach Augenmaß ja, hinzugefügt. Man sieht natürlich, dass hier, dass das halt nicht direkt in einer Bahn läuft, aber das ist ja das ja, das macht ja die Handarbeit aus, dass es halt so, ne, kleine Fertigungstoleranzen sind, und das ist ein Punkt, wo ich sage, kein Problem, ne? Dann gucken wir hier nochmal. Schönes Farbenspiel zwischen dem auf Hochglanz polierten Stahl und dann mit dem Messing. Also dieser Bicolor Touch, das ist cool. Also wunderbar. Gucken wir uns das hier nochmal an. Hier nochmal Pins. Schauen wir mal hier rein. Auch auf Hochglanz poliert. Die Holzgriffschalen, die werden von innen noch verschraubt, damit die besseren Halt haben. Und die Messingbacken, die werden hier auch draufgesetzt. Ne, wo wir eben beim Thema Handarbeit waren, ist hier zu sehen, dass hier so ein gewisser Spalt ist da, wenn man das hier mal so sieht. Da, der hier halt nicht so ausgeprägt ist. Ist jetzt kein Beinbruch, ist nicht schlimm. Das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, ne, das macht so ein Lajol halt aus, ne, wegen der Handarbeit. Der eine oder andere wird sich sicherlich erinnern, dass ich schon mal ein Lajol vorgestellt habe mit Wacholderholz. Da war ja hinten in diesem Ressort
Also sprich, wenn man die Klingel geschlossen hat, dann ist die da immer gegengekommen, weil das nicht eben war. So, und das habe ich reklamiert und das hat jetzt gute 2,5 Monate gedauert und da gab es, also da will ich jetzt auf gar nicht, also auf alles eingehen, also ich habe mich tierisch aufgeregt und jetzt hat mir Obrak ein neues Messer zugeschickt und da ich dann auf Wacholderholz keine Lust mehr hatte, habe ich mich für das Modell mit Olivenholz entschieden und ich fand das halt jetzt, ja, schöner. Da hatte man hatte mal das, jetzt hat man das und also ich bin zufrieden mit dem Messer. Weil man sagt ja immer, man schließt ein Lajol leise. Selbst wenn man es da leise geschlossen hat, hat ständig der Klingenrücken da in die Rückenfeder geknallt. Und das ist bei einem Preis wie den Lajol, also beziehungsweise Grinaldi Lajol Messer, also für den Preis ist das nicht zumutbar, meiner Meinung nach. Ja, aber echt ein wundervoller Gentleman Folder, also wirklich ein klasse Teil. Wie gesagt, Slipjoint Mechanismus, rastet sauber ein, läuft kratzfrei, hat kein Klingenspiel. Na klar, da es hochglanzpoliert ist, wenn man hier einmal rauf macht, schon sieht man da die Fingerabdrücke, ne? Kann man hier sehen. Ne? Also bald wird das Holz und die Messingbolzen eine Patina bekommen, aber so in den ersten Tagen wieder, da poliert man noch mal ganz gerne. Ne? Und wie gesagt, ein wundervolles Messer. Na, also meiner Meinung nach der Gentleman Folder schlechthin. Wenn man sich das mal so anguckt, wunderbar. Ich mache nochmal einen Größenvergleich mit dem Opinel Nummer 8. Auch Franzose. Gucken wir uns das mal an. Ja, ist schon etwas größer. Und auch eleganter. Aber ich mag gerne Opinel, so ist es nicht. Also über Opinel-Messer kann ich eigentlich nichts Negatives sagen. Ich mag die unheimlich gerne. Ja, und wenn man sich mal hier diesen Filework ansieht und generell diese Fertigkeit, ist schon schön. Ne? Also wunderbar. Gut, hier sieht man das auch. Das sind so diese kleinen Unreinheiten da durch die Handarbeit. Wenn man das sieht, so ist so, aber okay. Also da war ich schon Schlimmeres gewohnt von einigen Lajol-Herstellern. Also da, ich habe wirklich einige Lajol-Messer zurückgeben lassen, weil ich das wirklich eine Frechheit fand, da man wirklich, ich sag mal, gut Geld auf den Tisch lässt. Und dann bekommt man wirklich so zusammengeschusterte Messer und nein. Sehe ich einfach nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.